Guten Tag, liebe Zuschauer. Jetzt folgt die Vorschau auf Modellbahn TV, Ausgabe Nr. 57. Was wäre die Rätische Bahn ohne das Krokodil? Die Antwort lautet schlicht und ergreifend: nicht vorstellbar. Die Züge laufen planmäßig. Die Anlage verfügt über zwei Schattenbahnhöfe, was einen sehr abwechslungsreichen Betrieb ermöglicht. Das Rollmaterial stammt vorwiegend von BEMO. Wenn man sich so eine Airbrush-Pistole zulegen möchte, stehen vor der Kaufentscheidung erstmal ein paar Kriterien an, die man beachten sollte. Hier sind Airbrush-Pistolen von verschiedenen Herstellern. Die Pistolen, die hier liegen, die haben also alle Steckdüsen. Für einen Anfänger, der sich jetzt eine Airbrush-Pistole holt, was für eine Größe sollte er sich zulegen? Die Größe der Düse oder der Nadel richtet sich nach dem, was ich damit machen möchte. Mhm. Möchte ich Sachen lackieren, also Modelle lackieren, reicht eine 02er. Der Kessel zeigt sich mit einer Vielzahl von filigranen Ansatzteilen bestückt. Neben den vielen Leitungen fallen zum Beispiel die durchbrochenen Handräder auf. Neu gestaltet an der 5280 sind die sauber verglasten Loklaternen, die nun einen warmweiß-roten Lichtwechsel mit LED ermöglichen. Der Antrieb der 52 sitzt im schweren Metalltender. Dort sind auch die vier Haftreifen angeordnet. Ein Guckkasten mit einem Stillleben drin im Maßstab 1:87 und mit einem kleinen, rollenden Glanzstück. Eine schöne Welt, eine kleine Welt, aber auch eine weitgehend verschwundene Welt. Feldbahnen gibt es eigentlich nur noch im Museum oder als Museumsbahn, jedoch nicht mehr im alltäglichen Einsatz. Zum Abschneiden von nicht benötigten Teilen verwende ich solch eine Trennscheibe. Andere Kleinteile nehme ich vorsichtig mit dem Messer ab, denn das wird wiederverwendet. Geklebt wird ganz einfach mit herkömmlichen Kunststoffkleber. Jetzt noch die zweite Verlängerungsstütze ansetzen und dann lasse ich das Modell erstmal einen kleinen Moment liegen. Die hohe Qualität der Minitrix-Modelle spiegelt sich in dieser Dampflok wider. Es ist die 01150. Zu den schönsten Bausätzen der letzten Zeit zählt dieser Bahnhof. Er trägt den Namen Deinste und ist bei Auhagen erschienen. Ein Metallgehäuse und viele feine Details kennzeichnen die neu konstruierte Trax 3 von Märklin. Hier in einer BLS-Ausführung als Mietlok von Railpool. Waldbahnen waren für den Abtransport der Stämme verantwortlich. Langholzwagen, geschoben von einer nicht sehr schnellen, aber sehr starken Maschine. Immer und überall begegnen den Betrachtern auf diesem Waldbahndiorama hölzerne Bauwerke, schnaufende Züge, alte Technik und natürlich auch Minen. Modellbahn TV. Große Bilder von der kleinen Bahn.